Instant gibt es erst seit kurzem in der Branche der Heißluftfritteusen. 2019 brachte der Hersteller seine erste Heißluftfritteuse auf den Markt, nachdem er mit seinen Multikochern, dem Instant Pot, Kultstatus erreicht hatte. In dieser kurzen Zeit hat Instant jedoch bewiesen, dass die Marke einige der besten Airfryer anbietet, die es derzeit zu kaufen gibt. Das Design des Flaggschiffs, der Instant Vortex Plus, wurde komplett überarbeitet. Das neue Modell zeichnet sich durch eine schlankere Form und einen neu gestalteten Frittierkorb aus, der jetzt nicht nur spülmaschinenfest ist, sondern auch ein Sichtfenster hat. In Verbindung mit einem Licht im Garraum kannst du dein Essen ganz einfach im Auge behalten, ohne die Schublade öffnen und den Garvorgang unterbrechen zu müssen. Instant gibt an, dass in ihren Heißluftfritteusen zubereitete Speisen 95% weniger Öl benötigen, als in einer konventionellen Fritteuse. Dieses Modell ist das erste von Instant, das mit der Odor Erase-Technologie ausgestattet ist. Dabei werden in der Vortex Plus eingebaute Filter verwendet, um die Geruchsentwicklung während des Kochens spürbar zu reduzieren. Das Fassungsvermögen der Heißluftfritteuse beträgt 5,7 Liter, was nach Angaben von Instant für 6 Portionen ausreicht. Es ist ein vielseitiges Gerät, das neben Heißluftfrittieren auch Braten, Backen, Grillen, Dehydrieren und Aufwärmen von Speisen ermöglicht. Wie ihr Vorgänger leistet auch die Vortex Plus 6-in-1 Heißluftfritteuse mit Clear Cook und Odor Erase hervorragende Arbeit beim gleichmäßigen Bräunen von Pommes und Hähnchenflügeln. Da jedoch keine Kochtabellen oder Anleitungen enthalten sind, muss man ein wenig experimentieren, um die richtigen Einstellungen zu finden. Mit zurzeit knapp 150 Euro ist sie eine der teureren Heißluftfritteusen auf dem Markt. Aber wer sein Essen während des Kochens im Auge behalten und Kochgerüche reduzieren möchte, für den lohnt sich die Investition. Dieses Modell ist etwas teurer als das Vorgängermodell, das zurzeit auch noch erhältlich ist. Da das bisherige Modell jedoch weder über einen Frittierkorb mit Fenster noch über die Odor Erase-Technologie verfügt, ist der leicht höhere Preis des Upgrades durchaus angemessen. Instant bietet auch ein Modell an, das über zwei Frittierkörbe verfügt und somit das gleichzeitige Garen von zwei verschiedenen Speisen ermöglicht. Die Instant Vortex Plus mit Doppelkorb ist derzeit ab 215 Euro erhältlich. Genau wie die Instant Vortex Plus Doppelkorb hat auch die Instant Vortex Plus mit Clear Cook ein rechteckiges Design. Dadurch hat sie eine kleinere Grundfläche als ihr Vorgänger und misst 37,9 x 30 x 33 cm. Die Touch-Bedienelemente sind näher an der Oberseite positioniert und der Drehregler zum Einstellen der Gartemperatur und Dauer ist etwas kleiner als bei der ersten Version des Instant Vortex Plus. Das neue Modell kann nicht nur Heißluft frittieren, sondern auch braten, backen, grillen, aufwärmen und dehydrieren. Die schwarze Hochglanzoberfläche sieht zwar schön aus, aber das Bedienfeld neigt dazu, leicht Fingerabdrücke zu hinterlassen und sollte daher regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Die Heißluftfritteuse hat ein Gesamtfassungsvermögen von 5,7 Litern und wird mit einem spülmaschinenfesten Frittierkorb und einer Knusperplatte geliefert. Die Vorderseite des Korbs verfügt über ein eingebautes Sichtfenster aus Kunststoff, das zusammen mit einer Leuchte im Garraum dafür sorgt, dass du den Fortschritt des Garvorgangs verfolgen kannst. Die Vortex Plus bietet eine Temperaturspanne von 35 bis 205 Grad Celsius für bis zu 72 Stunden am Stück. Letzteres allerdings nur bei niedrigeren Temperaturen. Bei maximaler Temperatur kann der Airfryer bis zu einer Stunde lang garen. Außerdem kann die Temperatur in 1 Grad Schritten eingestellt werden, während sie beim Vorgängermodell nur in 3 Grad Schritten geregelt werden kann. Die Heißluftfritteuse wird ohne Rezeptheft geliefert. Stattdessen muss man sich im Internet oder durch die Instant-App inspirieren lassen. Es gibt auch keine Kochtabellen oder Kochanleitungen, was bedeutet, dass man ein wenig experimentieren muss, um die ideale Kochtemperatur und Zeit zu finden. Das gilt vor allem beim Garen von Tiefkühlkost, um sicherzustellen, dass du sie nach deinem Geschmack zubereiten kannst. Die Instant-App enthält zwar zahlreiche Rezepte für selbstgemachte Gerichte, aber keine Hinweise zu Temperatur und Garzeiten für Tiefkühlkost. Die Garzeit ist allerdings dank des eingebauten Sichtfensters leicht zu ermitteln. Ein halbes Kilo tiefgefrorene, etwas dickere Pommes benötigen bei einer Temperatur von 200 Grad Celsius ca. 17 Minuten, um gleichmäßig gebräunte, knusprige Pommes auf der Außenseite zu erhalten, die fluffig weich in der Mitte sind. Experimentiere ein bisschen mit Temperaturen und Garzeiten, um das für dich persönlich beste Ergebnis zu erhalten. Das musst du übrigens auch bei Airfryern, bei denen Kochtabellen mitgeliefert werden, da dieses nur Durchschnittswerte und sie nicht auf deinen persönlichen Geschmack abgestimmt sind.
Wenn du Hähnchenflügel zubereiten möchtest, so schlägt dir die Instant-App eine Temperatur von 204 Grad Celsius vor, bei einer Garzeit von 15 Minuten, und zwar ganz ohne Öl. Nach nur einer Viertelstunde erhältst du gleichmäßig gebräunte Chicken Wings mit einer knusprigen Haut und saftigem, nicht trockenem Fleisch. Auch selbstgemachte Pommes werden dich beeindrucken. Folge einfach einem Rezept aus der App und bestreiche sie mit 2 Esslöffeln Öl, bevor du sie bei einer Temperatur von 191 Grad 20 Minuten Heißluft frittierst. Du wirst nach Ablauf der Garzeit ebenso wie bei tiefgekühlten Pommes knusprige, gleichmäßig gebräunte Pommes, die innen weich und fluffig sind, erhalten. Etwas, was man gegenüber dem Vorgängermodell ebenfalls hätte verbessern können, wäre der Sitz der Knusperplatte gewesen. Diese kann beim Instant Vortex Plus mit Clear Cook immer noch leicht herausfallen, wenn man den Frittierkorb zu sehr kippt und schüttelt. Beeindruckend ist aber das Clear Cook Fenster und die Beleuchtung, mit denen du den Garvorgang überwachen und den Bräunungsgrad deiner Speisen kontrollieren kannst, ohne den Garvorgang zu unterbrechen. Ebenfalls nützlich ist die Schüttelerinnerungsfunktion, die dich akustisch und auch optisch dazu auffordert, die Speisen zu schütteln oder zu wenden, damit die Heißluft auch wirklich jeden Teil des Essens erreichen kann. Eine weitere Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell ist die Odor Erase-Technologie, die mithilfe von eingebauten Luftfiltern Kochgerüche reduziert. Verglichen mit anderen Heißluftfritteusen wirst du bei der Instant Vortex Plus 6 in 1 mit Clear Cook und Odor Erase auf jeden Fall eine deutliche Reduzierung der Kochgerüche feststellen. Außerdem ist diese Instant Heißluftfritteuse mit etwa 50 Dezibel im Betrieb leiser als ihr Vorgängermodell. Das entspricht etwa dem leisen Brummen eines Kühlschranks, was sie zu einer der leisesten Heißluftfritteusen macht, die du heutzutage kaufen kannst. Solltest du die Instant Vortex Plus Heißluftfritteuse mit Clear Cook kaufen? Kaufe sie, wenn du dein Essen während des Kochens im Auge behalten möchtest. Mit dem Clear Cook Fenster kannst du den Garfortschritt deiner Speisen kontrollieren, ohne dass du die Frittierschublade öffnen musst, was die Temperatur im Garraum verringern würde. Die Beleuchtung verbessert zudem die Sicht auf den Inhalt. Du Kochgerüche reduzieren möchtest. Du wirst zwar den Geruch von Pommes und Hähnchenflügeln mögen, aber wenn du nicht möchtest, dass alle Räume nach deinem Essen riechen, dann wirst du die Odor Erase-Technologie lieben. Du weniger Kalorien zu dir nehmen möchtest. Die Instant Vortex Plus 6 in 1 Heißluftfritteuse benötigt wenig bis gar kein Öl. Für 500 Gramm hausgemachte Pommes benötigt sie nur 2 Esslöffel, für Hähnchenflügel oder Tiefkühlkost gar kein Öl. Sie ist ideal, wenn du deinen Kalorienverbrauch so gering wie möglich halten möchtest. Kaufe sie nicht, wenn du ein kleines Budget hast. Mit knapp 150 Euro ist dies zwar nicht die teuerste Heißluftfritteuse, die Instant anbietet, aber es gibt durchaus günstigere Modelle auf dem Markt. Sollte die Instant Vortex Plus mit Clear Cook nicht zu deinem Budget passen, so empfehlen wir dir die Cosori Heißluftfritteuse XXL mit 5,5 Litern Fassungsvermögen oder die Proschenik Heißluftfritteuse T21, die beide derzeit um 130 Euro erhältlich sind. Du dein Essen gern direkt aus dem Frittierkorb kippst. Das ist zwar nur ein kleiner Kritikpunkt, aber dies ist eine der wenigen Heißluftfritteusen, bei denen die Knusperplatte leicht herausfallen kann, wenn der Korb zu sehr gekippt wird. Das ist ärgerlich für diejenigen, die den Korb lieber kippen, als eine Küchenzange zu benutzen, um das Essen nach dem Garen zu entnehmen. Du ungern experimentierst. Wie wir bereits erwähnt haben, wird die Instant Vortex Plus 6 in 1 nicht mit Kochtabellen oder Kochanleitungen geliefert, sodass man insbesondere beim Garen von Tiefkühlkost etwas experimentieren muss, um für sich die besten Einstellungen zu finden. Fazit: Die Instant Vortex Plus 6 in 1 Heißluftfritteuse mit Clear Cook und Odor Erase ist ein einfach zu bedienendes Küchengerät, das Lebensmittel wie Pommes und Hähnchenflügel mit weit weniger Öl als beim konventionellen Frittieren knusprig macht. Außerdem ist es vielseitig einsetzbar. Es bietet neben Heißluftfrittieren Funktionen zum Backen, Braten, Grillen aufwärmen und Dehydrieren. Der Airfryer verfügt über ein Sichtfenster und eine Beleuchtung, durch die du die Speisen während des Garvorgangs im Auge behalten kannst, während eingebaute Filter die während des Garvorgangs entstehenden Gerüche reduzieren. Diese Heißluftfritteuse ist teurer als ihr Vorgängermodell und erfordert ein wenig Experimentieren, vor allem beim Garen von gefrorenen Lebensmitteln. Aber sie ist nicht nur von den Kochergebnissen eine der besten Heißluftfritteusen, die derzeit auf dem Markt zu finden sind. Bei Amazon erreicht die Instant Vortex Plus mit Clear Cook eine Kundenzufriedenheit von 4,5 von 5 möglichen Sternen bei bereits über 250 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 146 Euro für Neuware. Warehouse-Deals sind je nach Zustand 20 bis 40 Euro günstiger. Falls du nicht weißt, was Warehouse-Deals sind, kannst du es in der Videobeschreibung lesen.
Das war's mit unserem Video über die Instant Vortex Plus Heißluftfritteuse mit Clearcook. Noch einmal zur Erinnerung. Du kannst dir die Vortex Plus genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast, und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung, die Instant Vortex Plus Heißluftfritteuse zu kaufen, helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zur Vortex Plus Heißluftfritteuse haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust.